Bereiten Sie das Fahrzeug wie im Reparaturleitfaden beschrieben vor. Klemmen Sie zuerst die Batterie ab, entfernen Sie die Geräuschdämmung und bauen Sie dann Rad- und Radhausschale vorne links aus. Lassen Sie die rund 5 Liter Getriebeöl ab. Beachten Sie dabei, dass die Ölablassschraube bei neueren Fahrzeugen ab Getriebebaudatum 26.09.2004 entfällt. Das Öl wird über die Kontrollschraube, die sich links am Getriebe befindet, abgelassen. Dazu muss auch das Füllstandsröhrchen herausgedreht werden, das Sie dann wieder ins Getriebe einsetzen und mit 3 Newtonmeter festziehen können. Die Kontrollschraube mit neuem Dichtring ziehen Sie mit 45 Newtonmeter fest. Lösen Sie den Kühlwasserschlauch aus der Halterung des Ladeluftrohrs, damit Sie etwas mehr Platz haben. Lösen Sie den Stecker der Mechatronik und legen Sie ihn beiseite. Lösen Sie dann die Schrauben des Mechatronikdeckels über Kreuz. Die Schrauben und die Dichtung des Deckels werden beim späteren Einbau komplett ersetzt. Lassen Sie den Rest des Getriebeöls ab und entfernen Sie den Deckel mit einer Vierteldrehbewegung. Dann bauen Sie den Stecker des Gebers für die Getriebeeingangsdrehzahl G182 aus. Jetzt lösen Sie die Schrauben des seitlichen Ölpumpendeckels. So können Sie besser prüfen, ob der Geberarm an der richtigen Stelle sitzt. Entfernen Sie jetzt die 10 Befestigungsschrauben von außen nach innen. Setzen Sie nach dem Lösen der Getriebeschrauben die Getriebestütze an. Schieben Sie mit ihr das gesamte Getriebe um einige Zentimeter nach hinten. So schaffen Sie sich mehr Platz für den Ausbau der Mechatronik. Ziehen Sie die Mechatronik vorsichtig, ohne den Geberarm zu beschädigen, heraus und schwenken Sie diese dann nach unten vom Getriebe weg. Setzen Sie die neue Mechatronik behutsam ein. Sie können dabei den richtigen Sitz durch die Bohrlöcher anpeilen. Dadurch verhindern Sie ein wiederholtes Korrigieren und eine eventuelle Beschädigung der Gangstellersensoren. Achten Sie auf den korrekten Sitz der Passstifte im Getriebegehäuse und des Geberarms in der Führung.